Seit fast 2 Jahren lässt Dieter Bohlen seine Fans auf Instagram an seinem Privatleben teilhaben. Ob im Urlaub, beim Training oder während der Arbeit. Auch Pärchenfotos mit seiner Carina sind keine Seltenheit. Doch private Aufnahmen aus der Zeit davor gibt es kaum. Nun teilt der Pop-Titan ein Bild, das tatsächlich schon 12 Jahre alt ist. Im mallorquinischen Küstenort Cala Ratllada genießen die beiden Verliebten den romantischen Sonnenuntergang. Braun gebrannt und freudestrahlend grinsen sie in die Kamera. Die Fans können es kaum glauben, dass das eine Aufnahme aus den Anfängen der Beziehung des Paares ist. Also ihr habt euch kaum verändert und Carina sieht ja noch genauso aus, kommentieren die User das Foto. Im Sommer 2006 lernen sich der DSDS-Jurychef und die schöne Brünette in einem Club auf Mallorca kennen. Schnell ist klar, Dieter und Carina gehören zusammen. Gemeinsam bekommen sie 2 Kinder, Amelie und Maximilian. Ihren Nachwuchs halten sie bis heute aus der Öffentlichkeit heraus. Diesen Teil ihres Privatlebens wollen sie auch weiterhin privat halten. Umso mehr freuen wir uns über Fotos wie dieses.